Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 9. Teil. Und ich werde mich hier so was... von verlaufen. Was ist denn das für ein Vieh? Hallo? Ja, noch sehen wir nur schwarzen Bildschirm. Eieiei. Ein Vogelvieh. Wenn ich gewusst hätte, dass es ein Vogelvieh ist, hätte ich natürlich... Kälte. Nee, Elementar ist Quatsch. Nee, Flächen. Alles Flächen bis hier. Alles Fläche. Wieso machst du alles Fläche? Fügt Kälte Elementaren, fügt Hitze Elementaren, fügt Donner Elementaren. Komm, wir machen mal Rambo. Los. Auf geht's. Was macht denn der Donner bei dir? Der macht gar nicht schlecht. Moment. Blitzgar, jetzt auf Feuerdrache. Mal klauen, ne? Ne, wir sammeln mal. Lilly, warte, wir müssen erstmal schauen, was der für Schaden hat. Ne? Nicht schlecht! Wow, die hauen ja rein wie... wie wahnsinnig, ne? Äther. So, los, nochmal. Nochmal. Sidane könnte auch ein bisschen Heilung vertragen. So, und jetzt kannst du auch Blitz... Doch, du kannst natürlich Blitz... Was sonst? Wow. Die echt, die machen hier... Die machen mir hier ein bisschen Angst. Die Jungs. Wow. Meister Vivi, ich ziehe meinen Hut vor dir. Gehen wir wieder runter, ne? Für ein Elixier, echt? Wenn wir speichern nach dem Kampf, ist besser. Nee, wartet mal. Wie viel hast denn du noch? Jo. Wartet mal, du musst trotzdem mal ein bisschen... Ja, Vita ist schon gut. Okay. Geht noch, ne? Die MP, oder? Geht noch. So, ich speichere. Und dann gehen wir da runter, ne? So, wo waren wir denn jetzt schon? Wo müssen wir noch hin? Also hierhin brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, ne? So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Hier rüber. Ein Dämonenheimisch. Dämonenheimisch? Dämonenharnisch? Wer mag den Dämonenharnisch? Vielleicht unser Freund hier. Wie wär's mit einem Demo? Ah. Vollmond. Warte mal, du hast außerdem hier noch Adrenalin anzubieten. Wille, Zauber, okay. Vollmond war gut, ne? Vollmond war doch irgendwie gut. Warte mal, da muss ich mal rein. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der noch keinen Vollmond hatte hier.
So, bist du. Vollmond. Vollmond. Hier. Hier. Ach ja, schneller Trunks. Das gefällt mir super, aber... Gegen Fliegende? Das ist natürlich doof. Ja, Stärke ist super. Allerdings... HB will ich auf alle Fälle. Kannibale. Einmal weg. Oh, da habe ich noch lange keine 8. Ja, Konter finde ich auch super. Zustandsveränderung der Waffe. Seistrop. Ah, da fehlt mir einer. Mann. Einer. Ja, Konfus ist super. Blind ist auch super. Beschleunigt das Level up. Kann das nicht irgendjemand anderes machen, das Level up? Was ist mit dir eigentlich? Ach, du kannst... Ja, du brauchst aber nicht. Du kannst nicht zufällig das Level up... Ability up, okay. Aber kein Level... Doch, du kannst Level up, ich seh's gerade. Moment. Ja, aber... Aber schon. Was ist denn das mit dem Lippenstift hier? Was ist denn eigentlich das hier? Frost und Glut. 7 ist es noch lange nicht, ne? Stein und Gips. Okay, dann machst du mal das Level up. Up, 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 up. Und du... wo ist das Level up? Ah, hier. So, passt auf. Vollmond. Ach nee, der war da unten. So. Und was... Ja, jetzt kommt's drauf an, ne? Fliegt Monster, Dämon... Was war das eigentlich? Yes! Eigentlich alles schön. Ah, es gibt so viel... Warte, schau mal hier. Ja, das ist auch schön. Verhindert Schlaf, Stein und Gips ist auch toll. Vielleicht doch Gift, oder? Ja, wir wissen es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Bestien? Sind es Bestien? Ist ein Drache ein Bestie? Oder ist es eher ein... Fügt Monstern aus Stein immensen Schaden zu. Fügt Dämonen. Ja, woher weiß ich? Ich weiß es eben nicht. Komm, machen wir wieder mal den verbraucht eigen... Nee. Nee, 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 nee. Ja, vielleicht, aber doch nee, oder? Kann manchmal gut sein, kann manchmal aber total schlecht sein. Davon abgesehen. Da machen wir jetzt den Bestien und... Was weiß ich, Dämonen. Bestien und Dämonen. Von mir aus. Was weiß ich? Ich weiß doch nicht, was das für Viecher hier sind. Sagt's mir doch. Was für Viecher... Halt. Halt. Erst als ich den Schalter dreimal bediente, tat sich was. Wir müssen irgendeinen Schalter dreimal bedienen. Wo, 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 wo? Wo ist ein... Ein... Dreimal. Drei... Merkt's euch. Wie merken wir uns denn das? Ich merke mir doch nichts. So, was hat mich hier... Ach da, den Schalter, ne? Ja, aber wo fangen wir an? Hebel nach oben. Hebel nach unten. Hebel nach oben. Nichts mehr. Okay. Das ist nicht das Richtige. Pass auf, dann. Hebel nach oben. Hebel nach oben. Hebel nach oben. Okay. Hebel nach unten. Hebel nach unten. Und Hebel nach unten. Ich glaube, wir müssen noch mal rauf. Oh, jetzt sind es zwei von den Viechern. Jetzt können wir Flächenschaden. Los! Ramu! Komm raus! Obwohl, jetzt keine fiese Madenten hier. Ich fand das mit dem Blitzker was super. So, Ramu.
sehr schön, Flächenschaden. Oh, Stein hat keine Magie mehr. Ist mir dann doch mal ein Zelt vielleicht. Ausbacken, ne? Wir wollen erst mal schauen, was passiert. Oh, Warnkuchenwelle. Hört sich nicht gut. Kann ich noch mal? Ja, ein Blitzrad können wir noch mal machen. Na dann. Trunks! Juhu! Hallo. Ruf noch mal deinen Ramo. Oh, Tornado. Ist schlecht. Aber was soll's. Aber irgendwie... Ach doch, Leviathas wäre nicht schlecht gewesen. Hier, in dem Fall. Ein Leviathas ist nicht schlecht. Wow. Aber der lebt immer noch. Beeindruckend. Echt beeindruckend. So, Tricks. Energiestoß. Auf geht's. Wir können natürlich auch einen Äther nehmen. Da kommt er wieder, angeeiert. Ramo. Ja, du kannst... Doch, Blitz kannst du noch. Mach mal. Hier die Vakuumwelle. Hey, langsam wird's. Langsam, Lilly muss was machen. Mach mal gleich Hydra. Schön. Boom. Haut's ihn aus den Latschen. Nicht schlecht, Jungs. Nicht schlecht. Bin fast begeistert. Ja, da haben wir schon wieder zwei Aid. Vielleicht, eventuell... Herr Lilly. Lillyfee. Ja, jetzt wird's langsam übel, ne, Lilly. Jetzt hast du... Eigentlich gar nichts mehr. Ja, jetzt so ein Zelt wäre nicht schlecht, um ehrlich zu sein. So, was ist denn das jetzt hier? Zitana? Da unten, da ist Aiko. Und auch Kuya. Und die Schwarzmagier aus dem Dorf. Alle sind da. Aiko. Ist das so etwas wie ein Extraktionskreis? Verdammt. Ich wollte noch gar nicht dorthin. Bestia, die ihr die Unendlichkeit verlasst die Hölle, empfanget das Licht, tretet in die Freiheit. Die Zeit ist gekommen, sie ist reif. Moment, Lilly. Moment. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wir alle teilen deinen Schmerz mit dir. Auf geht's. Ja, das ist ja Quatsch. Wir haben keinen Äther. Ah, danke. Eigenartig, sag ich. Höchst eigenartig, sag ich. Schon wieder ein Fehlschlag, sag ich. Ach, schon wieder ein Fehlschlag, sag ich. Hast du vielleicht was falsch gemacht, frag ich. Ich hab nichts falsch gemacht, sag ich. Wenn hier einer was falsch gemacht hat, dann du, sag ich. Ich doch nichts falsch gemacht. Nee, sag ich. Ha, du lügst mich auch nicht an, frag ich. Wenn hier einer lügt, dann du, sag ich.
Halte doch bitte die Klappe. Seid so gut. Er ist schuld, sag ich. Son ist schuld, dass es nicht funktioniert hat. Nee, halt, andersrum. Son, ja, genau, Son. Ja, wohl, die heißen ja alle gleich. Haltet doch endlich in eure verdammte Klappe. Naja. Eure jämmerlichen Ausreden, sie interessieren mich nicht. Ohne Zweifel spüre ich von diesem Mädchen eine mächtige Kraft ausgehen. Tretet mir erst wieder unter die Augen, wenn die Extraktion erfolgreich war. Aber wenn wir weitermachen, dann wird sie das nicht überleben, sag ich. Eigentlich kann man die beste Extraktion nicht vor dem 16. Lebensjahr durchführen, sag ich. Ihr beiden begreift es einfach nicht, oder? Ich muss mir, koste es, was es wolle, eine Bestie untertan machen, die Alexander noch an Macht übertrifft. Eine Bestie, der selbst dieser Garland nichts entgegenzusetzen hat. Diesen Greis zu unterschätzen, wäre töricht. Mit meinen jetzigen Kräften bin ich kein Gegner für ihn. Bevor sich der Vorhang für Terras wunderbares Schauspiel öffnet, muss ich mich seiner entledigen. Sonst war meine Existenz nichtig. Glaubt ihr also wirklich, es interessiert mich, ob die Kleine das überlebt oder nicht? Macht auf der Stelle weiter. Sag ich. Kuba. Wo kommt das denn auf einmal her, frag ich. Verschwinde, du garstig Biest, sag ich. Herr, Kuba. Und? War die Extraktion erfolgreich? Dieser kleine Mogri, der sich unter ihrem Kleid verkrochen hatte, wegen dem hat es bisher nicht funktioniert, sag ich. Nein, genau. Die Anwesenheit von zwei Auren hat uns verwirrt, sag ich. Na, dann bringt diesen kleinen Störenfried um. Wir haben schon genug Zeit wegen ihm verloren. Kuppo. Mogu. Nein, Mogu. Versteck dich. Schnell, hinter Aiko. Mogu, was hast du denn? Aiko, ich danke dir für alles. Mogu? Mogu, was? Hab keine Angst, Kubo. Ich werde immer bei dir sein. Kubo. Mogu. Vielleicht. Mogu. Jetzt bist du dran, sag ich. Der Mogu. Kämpfen jetzt mit Mogu? Nee, mit Aiko. Sprich den Terra-Publips-Spruch. Ja, ich versuch's. Ja, Mogu. Terra-Homing. Habadu. Chubadai. Und Dai. Fliegt in zwei. Hi-hi. Beeindruckend. Aiko, das war beeindruckend. Ich wollte in deiner Nähe. In deiner Nähe sein, Aiko. Deswegen verlieh ich mir das Aussehen von Mogu. Kuppo. Aber sei unbesorgt. Ich werde dir immer Schutz gewähren. Aber der müsste ja ein bisschen anders sprechen, ne? Wenn das so ein Wolfsvieh ist. Ja. Aiko, bist du okay? Aiko, geht's eigentlich ganz gut.
Aber Moku... Moku hat Aiko beschützt. Das wusste ich nicht, dass Moku eine Bestie war. Das ist... komisch. Sie nahm die Gestalt eines Mokris an und hat Aiko die ganze Zeit über beschützt. Ich dachte immer, Moku sei ein kleiner, hilfloser Angsthase. Naja, aber sie hat Aiko beschützt. Und auch für Aiko gekämpft. Wer hätte denn das gedacht? Ach, Moku. Moku. Moku Schleifer. Ach, Moku. Na, Kopf hoch, Aiko. Moku wird immer bei dir sein. Ich weiß. Das fasse ich nicht. Hat die Seele dieses Mokri da eben eine Trance durchgemacht? Kuya. Eine Situation, gegen die sich jedes einzelne Haar des Körpers sträubt. Ein emotionaler Ausbruch. Wirft ein... dies etwa? In den Zustand der Trance? Wenn man also mit dem Rücken an der Wand steht, nur noch der Wille zu überleben, das ganze Denken beherrscht, oder man das Bedürfnis verspürt, andere zu beschützen, was faselst du da für einen Wirren? Heißt das also, wenn die Stärke der Seele allen anderen Seelen überlegen ist, soll man diese nehmen, selbst wenn es eine Fremde ist? Nein, nein, warte! Ja, es gibt sie tatsächlich! Dort, ja! Was genau hast du jetzt wieder vor? Ich Narren, brauche ich nicht mehr! Vivi, pass auf! Ich denke, die Zwillinge reichen, um euch zu beseitigen. Naja, es sind nicht mehr ganz die Alten, aber... Warte, was ist mit den Schwarzmagiern aus dem Dorf? Nicht, Vivi! Allein ist das viel zu ge... Gefährlich. Zitane, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ich dachte, die wären tot. Ja, anscheinend nicht, ne? Hey, hey. Aiko, kannst du nochmal diesen Terra-Dingsbums herholen? Das wäre ne... Ei und Dai. Wir haben Vivi nicht mehr. Verdammt. Ruf mal. Oh Gott sei Dank, habt ihr wieder alle MPs. Ja, jetzt wissen wir aber nicht, was das Viech da so kann. Ja, deswegen können wir trotzdem mal wieder Ramu rausholen. So, hier. Karfunkel. Jetzt. Das jetzt alle im Reflekt. Warum nicht? Ey, was hat er denn gemacht? Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mist. Was? Einzeln Kokenimi. Was ist das? Was ist denn ein Einzel Kokenimi? Achso, das ist das Ding. Nee, halt, mach mal... Oh, wir sind mit irgendwas infiziert worden. Mit was denn eigentlich? Mit Wakozidibine, oder? Mit Wakozidibine. Oh, jetzt sehen wir auf Karfunkel nicht, tut mir leid, aber... Warte, ich geh mal hier raus, dann sehen wir es besser. Karfunkeline. Ja, aber... Ich sehe wieder nichts hier. Was ist denn das?
Moment mal, ich gehe noch mal rein. Was hat denn der uns drauf? Was ist denn das für ein, Zeugs hier? Hm. Ach, Infektion. Doch, Wackelzippe-Diene. Wir bräuchten Wackelzippe-Biene. Haben wir das? Natürlich nicht, ne? Doch, wir haben Vakzin. Das, oh Gott, das dauert ja ewig. Ich habe keine Ahnung, was das Wackelzippe-Biene macht überhaupt. Was steht denn da? Es... Oh, es ist klein geschrieben. Entwicklung der Charaktere... auch noch. Was? Entwicklung der Charaktere wird angehalten. Es gibt weder XP noch AP. Ja, wohl. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wollen wir Aiko trotzdem davon befreien. Jetzt wollen wir trotzdem mal das Räuberauge rauf. Nee, das ist... Warte mal. Das ist doch das Falsche. Halt, wir müssen erst schauen, was... Ein Dämonenpanzer, den haben wir ja. Goldkäppchen. Haben wir das nicht auch? Und Vakzin, ne? Ja, aber... Ach doch, ist weg. Okay. Wieso bist du da noch in diesem strahlenden etwas? Dann klau... Wen? Was, dass ich jetzt selbst gebiet... Ach so! Ach du, ja, jetzt... Ja, ich hab's. Das ist ja unser Reflekt. Das war gut. Karfunkel war super, übrigens. So, wir wollen jetzt erstmal weiter. Karfunkel ist super. Was kannst du denn eigentlich hier mit? Erdelementar. Nee, mach mal nicht. Mach mal lieber heilige Magie. Und Regina. Lilly. So. Angriff. Clown. Heilige Magie. Alles so schön, dass der das selbst drauf kriegt. Ne? Finde ich super. Kann ich immer zu anschauen, um ehrlich zu sein. Gefällt mir. Wollen wir analysieren den Kerl? Oh, der war gut. Halt, wir müssen erst schauen, was er hat. Seine Analyse. Oh, verfehlt schon. Warte mal, dann machen wir gleich noch Regina auf dich selbst. Nee, du... Ja, okay. Das war, glaube ich, nicht so gut. So, klauen wir weiter. Analyse ist verfehlt. Das ist schon, ach, Schutz. Was Schutz? Das ist ein Schutz. Rotes, Shell, Wicht, Reflekt haben wir. Leviathan, nee. Brauchen erstmal nichts mehr, ne? Also vielleicht ein Vita auf. Eventuell Steiner. Eventuell. Ah, Vakzin. So, die ist schon nicht mehr, aber ist egal. So, Regina auf Sedan. Angriff. Blauen. Hm. Ach so, was? Schutz schon wieder. Was mache ich denn immer? Ist so Schutz? Ach so, jetzt verstehe ich's. Ich kann die ja auch nicht... Weil, ach, weil die ja reflektieren. Ich kann ja nicht selbst Regina machen. Ja, verstehe ich. Ist klar. Hm. Ja, dann... Ja, dann... Dann jetzt, ne? Nee, wir machen nochmal Karfunkel. Da ist drin.
dann keine Regine. Ach so, und deswegen können wir auch kein Vita machen. Nee, dann erstmal, warte mal, dann anders. Erstmal Vita. Zack. So, du klaust noch einmal. So, du. Vita. Nee, Regina. Oder? Nee. Nee, du hast keine Regina. Hätte ich bei den anderen machen sollen. Okay. Dann Vita auf Steine. So, jetzt bekommen wir natürlich das Bio drauf. Heiko, meine Freundin. Wer braucht ein Antidot? Zitane. Zitane braucht ein Antidot. Und wir brauchen noch halt ein Antidot. Stein. So krass. Nein! Aber wir müssen Reflektwirbel machen. Obwohl, wartet mal. Steine ist ja schon... Das ist gut. Dann könnten wir jetzt... nee, mach mal doch Regina auf Lilly. Und du greifst an. Und du greifst an. Und du machst Vitra auf Zitane. Moment. Ach, Lilly! Bist du denn des Wahnsinns? Oh, Heiko, sieht übel aus. Ich glaube, wir geben mal Heiko eine... Nee, eine Potion. Vitra auf Steine. Angriff. Ne, jetzt mach mal Karfunkel. Ja, von jetzt. Hat die eigentlich Regina jetzt drauf? Die könnte eigentlich nochmal ihren Ramo rausholen. Ist ja zuckersüß. So, Lilly, kannst du dich nicht konzentrieren, mein Freund. Mein Freund. So, jetzt. Das macht wieder Spaß. Zuzuschauen. Kann ich hier noch irgendwas nehmen? Ne, das wird alles reflektiert. Dann eventuell mal Angriff. Klappt die Verdonnerung. Naja, nicht wirklich. Was schockt dich denn? Achso, wir müssen noch das Vakzin wegmachen übrigens. Nee, ich meine das, damit die vielleicht ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Zum Beispiel Zitan. Und Lilly. Und nee, der haut. Nee, der macht nicht drauf. Und Stein.
von Angriff. Und... Was ist das? Warte mal kurz. Was hat denn der für ein Problem da drüben? Was ist denn für ein Problem? Wieso hast du ein Problem? Ich denke, du hast Reflekt. Sehr merkwürdig. Ruf nochmal... Achso, kannst du nicht. Dann nimm mal... Wir können es uns leisten. Ein Äther. Verdammt. Verdammt. Nee, geht. Echt? Keiner? Keiner? Dann könntest du eigentlich Vitra auf... Ja, oder vielleicht sogar nur Vita. Auf Sedan. Ach schön. Dann liegst du da nieder. Und nochmal zweimal Vakzine. Ja, so viel Experience bekommen wir da gar nicht. Vivi! Wo ist Kuya? Abgehauen? Vivi? Sie folgten ihm alle, obwohl ihnen irgendwo wohl klar war, dass es sie nur benutzen würde. Und dann sagte er ihnen, selbst wenn er wollte, er könnte ihre Lebensspanne gar nicht verlängern. Kuya, dieser Mistkerl! Was bildet der sich ein? Entschuldige, wir waren solche Narren. Ach, ihr könnt dafür nichts. Wo sind die anderen Schwarzmagier? Alle sind total am Boden zerstört. Die sind da drüben. Zitane, was soll ich Ihnen in solch einer Situation nur sagen, Baby. Tja. Vivi, wo gehst du denn hin? Ich, das Einzige, was ich jetzt für sie tun kann, das ist einfach nur bei ihnen zu sein, Na, dafür krieg ich dich dran, Kuya. Ist dort jemand? Keine Ahnung, wer das sein soll. Wer ist denn das? Ach, das wird Hildegard sein, oder? Wer seid ihr? Und wo ist dieser, Kuya? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Habt ihr ihn vertrieben? No, dann danke ich euch. Ihr seid doch... Prinzessin Garnet! Ja, für wahr! Ihr seid es! Es ist ja schon so lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre, seit ich euch das letzte Mal begegnet bin. Ach, und so groß, wie ihr geworden seid. Aber warum seid ihr eigentlich hier? Ja, wer ist denn diese Frau? Kennt ihr euch etwa? Quack! Quack! Meine über alles geliebte Frau! Quack! Hilda! Endlich hab ich dich wieder! Quack! Ich kann mich nicht erinnern, mit einem Frosch verheiratet zu sein. Ich bin's doch, dein Seed! Quack, quack, quack! Dieser Bart? Ja, du bist es wirklich. Hilda, ich will, dass du wieder mit mir ins Schloss zurückkehrst. Quack, quack, quack. Und vielleicht könntest du mich ja dann wieder zurückverwandeln. Quack. Dein geliebtes Luftschiff hat Kuya aber wohl mitgenommen. Ganz egal. Quack. Solange es dir gut geht, was kümmert mich da das Schiff? Quack, quack, quack. Oh, Sid?
Sag mal, kennst du etwa Kuya? Eiko jedenfalls hasst Kuya. Wenn du was weißt, dann sag's uns bitte. Schön, schön. Wenn wir wieder in Lindblom sind, dann werde ich euch alles sagen, was ich weiß. Hat Kuya dich auch nicht angefasst, Quack, Quack? Seine Taten kann man zwar nicht verzeihen, aber er scheint zumindest ein Gentleman zu sein. Auch wenn er wie ein Wasserfall redet. Ha, was soll das heißen? Quack, quack, quack. No, nicht, dass ich ihm auch nur eine Frage gestellt hätte, aber er hat einfach von sich aus geredet und geredet. Geredet. Es war teilweise wirklich anstrengend, ihm zuzuhören. Aber die Dinge, die er sagte, waren furchteinflößend. Zum Beispiel Quack. Er schwärmte davon, dass er nicht von dieser Welt sei und sie nur benutze, um grenzenlose Macht zu erhalten. Und dazu benötigte er wohl die Hildegard 1. Ich werde Zidane und die anderen über alles unterrichten müssen. Quack, quack, quack. Zumindest galt seine Aufmerksamkeit nicht in erster Linie mir. Er schien mir wie ein wahrer Narzisst, der sich über alles liebt. Aber wenigstens niemand, der einen Seitensprung wagt. Das kam Quack unerwartet und hart. Was das betrifft, so bereue ich es wirklich. Quack, 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 quack. Gerade deswegen nahm ich all die Gefahren auf mich, um dich zu retten. Quack, quack, quack. Lügen haben kurze Schenkel. Du bist doch sicherlich nur zurückgekommen, um Hildegard 1 zu holen. Das stimmt nicht, Quack. Du stehst wie immer an erster Stelle. Quack! Ich möchte wieder ein Mensch sein. Ich habe von dem Gequake und dem Gejuckzirpe einfach genug. Verzeih mir bitte. Ich werde nie wieder untreu sein. Quack, quack, quack. Kann ich deinen Worten wirklich vertrauen? Ich schwöre es, Quack. Du bist die Einzige für mich. Quack, quack, quack. Quack. Quack, quack. Nun gut, dann will ich dir glauben und die Verwünschung rückgängig machen. Aber das nächste Mal wirst du mir nicht nur als Juckzirbe davonkommen. Uff, ich weiß, Quack. Vielleicht sollte ich dich dann in eine... lass mich nach... der Igelquappe. Alles nur das nicht, Quack. Aber jetzt mach bitte schnell. Schon gut, schon gut. Puh, endlich wieder ein Mensch. Quack, Quack? Jetzt kann ich mich endlich an den Bau der Hildegard 3 machen. Zirp. Ups. Wohl die Macht der Gewohnheit. Sid? Verzeih mir, Hilda. Verzeih mir. Zidane? Bist du es, Lilly? Verzeih, Zidane. Warum plötzlich wieder diese Förmlichkeiten? Mit Verlaub, Zidane, wacht bitte auf. Naja. Was denn, der, klar, ein Traum. Naja, was steht denn an? Großherzogin Hilda erwartet euch im Konferenzraum. Ach so, okay. Ja, hätte gern noch eine Fortsetzung geträumt. Bitte was? Nix, ja, alles gut. Ja. Puh, das war eine lange Folge, ne? Ich sag dann schon jetzt mal Ciao. Ciao, ciao.